Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der PS5 Schritt-für-Schritt-Reihe. Wir sind immer noch bei Einstellungen drin und wir wollen uns jetzt den Menüpunkt System angucken. Ihr seht wieder mehrere Karteikarten. Auf der linken Seite System, Software, HDMI, Sprache, Datum, Uhrzeit, Remote Play, Energiesparen und Webbrowser. Diese werden wir jetzt von oben nach unten abarbeiten. Wir haben als erstes dann bei Systemsoftware natürlich die Konsoleninformationen, PlayStation 5, und dann halt steht eine Nummer dahinter, die habe ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht geändert. Man kann auch dahinter einen Namen hinschreiben. Das ist halt für das Netzwerk. Könnte man dann halt zum Beispiel so. Und so wird sie euch dann auch in eurem Router, wenn es unterstützt wird, angezeigt. Ja, dann nicht nur PS5 mit irgendeiner Nummer oder so, sondern PS5 und dann mit Namen. Und das war doch schon. Danach seht ihr halt nur die Software-Version. Das ist echt bei der PS5. Ja. Und das ist nicht nur bei Systemsoftware so. Ist ja nicht das erste Update, was schon kam. Das ist auch bei Spielen so. Wir haben die Version 21.01-03.21.00.00-00.00.00.01. Und so ist es auch bei Spielen. Da haben wir auch anstatt Version 1.3 Version 1.000003 und so eine Schoten. Vielleicht ist es noch wegen der PS4, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es mal behoben wird. Denn oder verkürzt wird. Dann haben wir noch die IPv4-Adresse, die IPv6-Adresse, die MAC-Adresse für LAN und die MAC-Adresse für WLAN für unser Gerät. Dann haben wir Update-Einstellungen der Software. Da habe ich natürlich auf dem neuesten Stand. Da kann man per Internet. Da ist nichts. Wir können aber auch sagen per USB. Aber ich habe ja keinen USB jetzt angesteckt. Update-Daten automatisch herunterladen habe ich gemacht, auch im Ruhemodus. Die werden dann automatisch runtergeladen und dann, wenn man dann da ist, kann man sie installieren. Automatisch installieren habe ich noch nicht gehabt. Das hatte ich auf der PS4 schon. Da gab es ja diese Menüpunkte, den kam ja dann später irgendwann mal dazu, wenn ich mich recht erinnere. Es klappt nicht bei jedem Software-Update. Also hier habe ich es noch nicht versucht, ob es automatisch aufmacht. Oder ich habe es noch nicht erlebt, ich werde es mal testen. So. Systemsoftwarefehler automatisch melden. Habe ich einen Haken drin. Also sobald hier ein Fehler ist, dass es automatisch zu Sony gemeldet wird. Manchmal ploppt auch so ein Feld auf und dann kann man noch was dazu schreiben und so. Ich will ja Sony helfen, wenn Fehler sind, dass der Fehler schnellstmöglich gefunden wird. Fehlerverlauf, das ist mein Fehlerverlauf. Von ja, 18.06.2021. Achso, das ist ja seit Neumachen. Eigentlich müsste die Liste länger sein. Ich hatte nämlich ein paar Mal Probleme, musste meine PlayStation neu machen, weil ich die Trophäen nicht mit dem Netzwerk synchronisiert wurden, nachdem ich irgendein Spiel gespielt habe. Gar keine Trophäen mehr bekommen habe in dem Spiel. Und in anderen, wo ich Trophäen gekriegt habe, sind die nicht mit dem Netzwerk synchronisiert worden. Da stand immer Fehler. Update von Systemfunktionen. Oh, die neueste Version von allen Systemfunktionen ist installiert. Das ist jetzt ein spezieller Punkt. Das ist jetzt, weil PlayStation Now und der PlayStation Shop ist jetzt nicht mehr als einzelne App hinterlegt, die man starten muss und dann muss man warten. Die ist im System integriert.
Aber auch andere Sachen. Was weiß ich. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. WLAN oder sowas ist alles eine Systemfunktion. Datenübertragung. Daten von PS4 auf PS5 übertragen. Kann ich jetzt, brauche ich jetzt ehrlich nicht machen. Könnt ihr denn so machen, wenn ihr von der PS4 auf die PS5 umspringt, dann wird im heimischen Netzwerk halt, müsst ihr alle durchlesen, wie das erklärt wird, mit LAN verbinden, hast nicht gesehen. Ja, dann verbinden die sich. Also beide müssen halt am gleichen Router dran sein. Und dann dauert aber halt dementsprechend über das interne Netzwerk, bis die Datenübertragung fertig ist. Deswegen würde ich bei der Datenübertragung, wenn ihr das macht, ich würde mir eine externe Festplatte holen. Oder wenn ihr eine externe habt und auf der internen Platte von der PlayStation 4 noch Spiele habt, alles auf die externe Platte verschieben. Alles. Alles, was ihr verschieben könnt, verschieben. Dann würde ich beim Benutzen dann hier, würde ich dann sagen, was möchtest du übertragen? Konten, Benutzerdaten, Safe Games, sowas alles würde ich übertragen. Aber mit Safe Games könnt ihr auch eine Cloud hochladen, könnt ihr da dann auch nochmal Zeit sparen. Ist schneller in die Cloud hochzuladen und dann auf der PS5 von der Cloud wieder runterzuladen, als wenn man den Speicher von der PS4 mit den Safe Games über Netzwerk zur PS5 macht. Den müsst ihr für euch entscheiden. Aber ich würde euch nicht empfehlen, wenn ihr noch Spiele auf der PS4 habt, diese mit über ein Netzwerk zu übertragen. Könnt ihr natürlich machen, dauert aber natürlich dementsprechend lange. Deswegen lieber sichern auf eine Festplatte, habt ihr mehr davon. Sichern und wiederherstellen, PS5 sichern. Sichere Spiele, Apps, Daten, Konsolenspeicher auf einem USB-Laufwerk. Es ist kein Laufwerk verbunden. Ich habe ein Laufwerk verbunden, also ich bin mit einem Laufwerk verbunden. Dieses Laufwerk ist aber optimiert für Spiele. Also ist im speziellen PlayStation-Format umgewandelt und es zählt nicht als normaler USB-Laufwerk, also als normales USB-Laufwerk. Ja, hier könnt ihr dann praktisch, wenn ihr eine 3-4 Terabyte Festplatte oder 1 Terabyte Festplatte anschließt, euer System halt sichern auf einem USB-Stick oder halt Festplatte und könntet dann wiederherstellen. Also wenn ihr sagen, was weiß ich, ihr sichertet jetzt alles und setzt sie danach in Werkseinstellung zurück, macht eine Initialisierung oder was weiß ich, weil irgendein Problem da ist. Ich habe keine Festplatte, wo ich das drauf machen könnte, sonst wird der Dick das auch schon gemacht. Initialisiert eure Software, guckt, ob wieder alles geht. Also einfach mal Konto anmelden, bei PlayStation gucken, Trophäen synchronisieren, geht, gut. Und dann geht da hier in den Punkt drin wiederherstellen. Ja, das ist gleich unter sichern. Und dann sagt er, okay. Und dann sagt er, das wird eine Weile dauern. Und dann werden die Daten von der, also das, so wie ihr gesichert habt, beim Sichern, könnt ihr, glaube ich, auch, ich weiß jetzt nicht, ob es hier genauso ist wie bei der PS4 und bei der PS3, aber ich denke mal stark ja. Dann fragt er auch, was er sichern möchte. Spiele, Konten, Einstellungen. Ich würde halt alles, was ihr sichern könnt, sichern, was nicht so viel Speicher frisst und wo ihr denn nicht so viel machen müsst. Also E-Mail-Adresse und wieder eingeben und was weiß ich, wenn ihr ein Ordnersystem habt auf der PS4, ja, hier geht's ja noch nicht. Würde sowas alles sichern. Spiele. Habt ihr mehr davon, wenn ihr sie neu runterladet aus dem Internet. Also wenn ihr eine 16.000er Leitung habt, seid ihr trotzdem noch schneller mit bei, vom Internet wieder runterzuladen, als von einer Festplatte wieder herzustellen. Ich habe bei der PS5 eigentlich noch nicht getestet. Ich kann es nur PS4 sagen. Sicherung löschen. Dann guckt er halt auf der Festplatte, ob eine Sicherung da ist und löscht diese. Option für zurücksetzen. So. Lernendes Wörterbuch zurücksetzen. Da könnt ihr, wenn ihr praktisch im Chat viel seid oder so und Entschuldigung, musste ich beniesen. Wenn ihr dem Wörterbuch, wird lernt ihr auch Wörter. Zum Beispiel mein Name Odin ist nicht drin. Jetzt ja, weil ich ihn mir beigebracht habe, selber geschrieben habe. Und dann hat sich das Wörterbuch das gemerkt. Und wenn ich jetzt was mit O schreibe, schlägt er mir auch Odin vor.
Wenn ihr das nicht mehr wollt, also das wieder auf zurücksetzen wollt, einfach hier Wörterbuch löschen. Dann sind eure Wörter, die ihr dem Wörterbuch beigebracht habt, alle weg. Standardeinstellungen wiederherstellen sind die Standardeinstellungen der PlayStation. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, also oh Gott, nehmen wir da für Ton, also praktisch Mikrofon, dass es an ist. Ich habe es bei mir ständig aus am Controller. Ton ist auf der Systemton ist zum Beispiel an vom Werk aus. Ja, und das habe ich auch umgestellt. Also eine Einstellung werden dann zurückgesetzt auf Werkseinstellung und dann sind halt nur die Werkseinstellungen da. Das heißt, ich weiß nicht, Profil ist dann glaube ich auch weg. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Muss man mit dem Passwort sichern. Ich glaube, ich würde es nicht jetzt machen, aber ich glaube auch die Profile sind dann weg. Und die ist dann wie im Werkszustand, also praktisch alles Standard. Und deine Konsole zurücksetzen. Will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht machen. Aber da steht es dann nochmal extra da. Alle Benutzer und alle Daten werden gelöscht. Also dann ist beim Zurücksetzen, glaube ich, beim Benutzer erhalten und wird halt nur die Einstellung zurückgesetzt. Konsolenfreigabe, Offline-Spiele werden alle für alle Benutzer dieser Konsole deaktiviert. Da habe ich ein Video zu gemacht, Offline-Freigabe. Das heißt, wenn ihr mehrere Benutzer drauf habt, dass man halt untereinander drauf zugreifen kann. Auch ausländische Accounts. Das wird dann halt für die komplette, wenn er das macht, für die komplette Konsole deaktiviert. Würde ich euch raten, wenn ihr die Konsole verkaufen wollt, auch bei PS4, dass ihr auch das, weil da wird auch das im Hintergrund, also dass ihr praktisch als primäre PS4 heißt diese damals, dieser Einstellungspunkt, dass der komplett auch deaktiviert wird. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr so verkaufen wollt, PS4 oder PS5, weil sonst habt ihr, wenn ihr das vielleicht die Konsole vielleicht noch im Hintergrund laufen als primäre PS5, ja, und das ist halt dann sehr ungünstig. Vor allem bei PS4, wenn dann noch ein PS4-Account von euch drauf ist oder so, ihr habt die so verkauft, habt die nicht so zurückgesetzt, dann kann der sich eure Spiele runterladen. Kann eure Daten ändern. Ihr könnt natürlich über den Support sagen, hey, ich habe vergessen, von meinem Verkauf, bla bla. Ja, aber erstmal kann er euer Geld ausgeben und eure Sachen nutzen und ja. So, HDMI kommen wir dann als nächstes dazu. HDMI-Geräteverbindung aktivieren. Ist im Prinzip HDMI CEC. Das heißt, wenn ihr den Fernseher anschaltet und dann auf, weil die Fernseher, die es unterstützen, die auch HDMI CEC haben, und ihr geht dann halt auf HDMI für PlayStation, schaltet sich die PlayStation automatisch ein. Oder ihr schaltet die PlayStation ein und dann schaltet sich automatisch der Fernseher ein und geht in dem dementsprechenden auf den dementsprechenden HDMI. So, und da, ja, also das ist halt die Grundeinstellung, was ihr damit machen könnt. Ich habe natürlich hier, wenn deine PS4 eingeschaltet wird, dass auch Geräte eingeschaltet werden, habe ich aus. Wenn du das Gerät abschaltest, das mit der PS5 verbunden ist, wechselt die PS5 in den Ruhemodus. Das habe ich aber an. Das heißt, wenn ich den Fernseher ausmache, geht die automatisch in Ruhemodus, falls ich sie vergessen habe, mal auszumachen und gerade am Downloaden bin oder so. Und ja. Und HDCP, das ist ein Codec, den braucht ihr für Netflix, Amazon Prime Video, für die Spiele. Das ist eigentlich kurz gesagt ein Kopierschutz. Wenn der an ist, könnte ich nicht aufnehmen. Ich kann es euch demonstrieren. So, wir machen den jetzt an. So, ich habe jetzt schon wieder Bild. Ihr habt kurz gesehen, ihr habt Bild. Und dann war es weg. Und so würde denn, also könnte man halt natürlich kein Let's Play machen, kein Menü aufnehmen, kein gar nichts. Also machen wir HDCP wieder aus. Jetzt müsst ihr wieder kurz warten. Und schon habt ihr wieder Bild.
Und die Capture Card hat erkannt, okay, HDCP ist aus. Es kommt kein Kopierschutz, weil alles, was mit Kopierschutz ist, wird von der Capture Card nicht weitergeleitet. Also wenn ihr streamen wollt, also nicht wenn ihr direkt von der PlayStation streamen wollt, nur wenn ihr eine Capture Card benutzen wollt, HDCP ausschalten. So, Sprache. Konsolensprache natürlich Deutsch. Eingabesprache auch Deutsch. Tastatur haben wir hier Typ Deutsch. Tastenwiederholung und Verzögerung habe ich alles auf normal, da habe ich noch nichts eingestellt. Ah, bei Zubehör kommen wir ja später, ja, die Einstellung. Also wir haben die Einstellung jetzt hier drinne, weil sie zu den Spracheinstellungen ja dazugehört. Wir wechseln aber dann in den Tab. Hier unten seht ihr ja Tastatur und ganz oben steht Zubehör. Das ist dann halt hier unten. Also, so an sich ist es ganz gut, dass es dann halt... Aber manche Sachen sind auch echt im Menü. Naja. Datum, Uhrzeit. Da haben wir dann halt jetzt hier Datum, Uhrzeit. Wir können manuell einstellen. Über Internet einstellen, habe ich an. So, kann man auch dann überprüfen lassen. Dann Zeitzone habe ich natürlich Berlin. Sommerzeit automatisch anpassen, habe ich an. Datumsformat, da könnt ihr aussuchen. Ja, ja, also ja, Monat, Tag. Monat, Tag, ja. Aber ich bevorzuge Tag, Monat, ja. Und 24 Stunden würde ich gerne angezeigt haben wollen und nicht nur 12 Stunden. So, dann haben wir Remote Play. Habe ich bei mir ausgeschalten. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir hier einen Code angezeigt, dass wir halt Remote Play machen können. Also muss man die Remote Play App öffnen. Auf dem Computer oder halt auf dem Mobilgerät und dann bei der PS5 oder PS4. Mhm. Also ich brauche es jetzt nicht. Ich habe es auch bei der PS4 noch nie benutzt. Ja, Geräte verknüpfen. Es gibt keine verbundenen Geräte. Ja, da könnt ihr dann praktisch euer Smartphone mit verbinden und könnt dann den Bildschirm vom Smartphone und das Smartphone, nee, den Bildschirm vom Smartphone benutzen für die PlayStation. Energie sparen, Zeit bis zum Aktivieren des Ruhemodus habe ich jetzt zum Beispiel bei Medienwiedergabe auf 3 Stunden, weil die meisten Filme sind ja so 1,5 Stunden, manchmal 2 Stunden. Es gibt auch längere mit 3 Stunden, aber so nach 3 Stunden, wenn sie an ist und der Film schon nicht mehr läuft oder so, weil wie gesagt, die meisten so 1,5 bis 2 Stunden sind, dann soll sie sich abschalten. Während des Spielens nicht in Ruhemodus. Ja, hatte ich vorher. Nee, hatte ich. Da, bei der Konsole hatte ich es nicht. Weil während ich spiele, auch wenn ich da dann halt mal nichts mache, wie bei Fortnite, wenn ich dann im Kreativmodus bin für eine Stunde und den da hocken lasse, um Punkte zu machen, habe ich jetzt mal getestet, die Woche funktioniert wirklich. Dann darf die Konsole dabei nicht ausgehen. Oder wenn ich gerade in der Session bin und mit euch spiele oder so und auf einmal sagt die PlayStation, oh, 3 Stunden an, nur gehen wir mal aus. Im Ruhemodus verfügbar. Das heißt, wenn die PlayStation-Lampe nicht weiß leuchtet für an, sondern gelblich, bräunlich, orange, ja, für den Ruhemodus, habe ich USB-Ports immer an, dass ich halt laden kann. Oder halt auch für Festplatte, muss ja an sein, weil, also für Stromversorgung, dass die Festplatte weiterhin Strom kriegt und die ist ja auch mit dem USB verbunden. Nee, Quatsch, Strom kriegt sie nicht darüber. Ja, ich kann extra mit dem Internet verbunden sein, klar, wegen Updates und wegen Spiele und wegen Installieren, weil so kann sie dann im Ruhemodus Sachen installieren und ich brauche dann halt nicht die ganze Zeit die PlayStation anlassen. Ja, das habe ich noch nie versucht, ehrlich gesagt. Also man könnte, also das, wenn er Remote Play nutzt oder also die PlayStation App oder Remote Play nutzt, dann könnt ihr praktisch aus eurem eigenen Netzwerk zu Hause mit der PlayStation App die PlayStation anschalten. Oder mit Remote Play anschalten und dann würde die PlayStation angehen und ihr hättet den Bildschirm und könnt ihr dann zocken.
Ja, das habe ich auch nicht aktiviert. Warum sollte ich meine PlayStation 5 über Spotify aktivieren? Ich hab Spotify zwar drauf, kann es zwar leider nicht nutzen wegen HDCP, weil ich den ja bei mir deaktiviert habe. Sonst könnte ich ja nicht streamen und so. Ich benutze das Spotify eigentlich so nicht drauf einzeln, wenn nämlich mein Fire TV, also brauche ich das halt nicht anhaben. Zeit zum Ausschalten des Controllers. Natürlich habe ich hier null, also gar nicht, weil, wie gesagt, der soll ja im Fortnite nicht ausgehen, weil dann steht dann da mit dem Controller nicht verbunden. Also, einen Webbrowser haben wir so auf der PS5 nicht. Aber wir haben trotzdem Cookies zulassen, JavaScript und alles, aber es. Wir können die Cookies löschen und also löschen. Und auch an- und ausschalten. Das Benutzerhandbuch und so, das läuft, das ist alles online. Das ist nicht auf der PlayStation gespeichert. Dafür ist der Webbrowser. Wenn ihr euch Nachrichten schreibt oder einem Freund eine Nachricht schreibt mit einer E-Mail-Adresse, ach Quatsch, mit einer Webseite drinne, dann könnt ihr die Webseite auch über den Browser öffnen, aber wir haben den Punkt Browser haben wir hier nicht. Also ich habe euch die Bibliothek hier gezeigt. Ja, also wir haben Remote Play, PlayStation Plus, PlayStation Now, aber wir haben halt nicht diesen Punkt Browser. Der einzige Punkt, wie ihr den aufrufen könnt, über das Schnellmenü, Schnellstartmenü, und dann geht ihr auf Gamebase. Dann gehen wir mal auf Freunde. Ich mache mal die große Gamebase. Geht besser. Ich schreibe mal meinem AT-Profil was. Und zwar nehmen wir einfach mal www. Punkt. Audience minus Test. Und das habe ich ihm jetzt geschrieben und dann können wir jetzt hier drüber, können wir das jetzt aufrufen. Obwohl wir den Browser so an sich nicht mehr haben, aber wir können halt auch die Adresse dann nicht ändern oben. Wir können halt nur auf diese eine Webseite gehen. Und können dann natürlich hier auf, na, Facebook oder können zurück. Google Plus gibt es schon gar nicht mehr. Okay, auf YouTube, Facebook oder Audience Test. Punkt. Dann können wir darauf gehen. Und dann kommen wir dann zu YouTube zu mir. Also rein theoretisch. Das ist halt die einzige Möglichkeit, wie ihr den Browser momentan auf der PS5 nutzen könnt. Mehr gibt es da leider nicht. Vielleicht kommt da noch mal rein, das kann ich euch aber nicht beantworten. So, das soll es jetzt auch gewesen sein zu dem System, also Einstellung System. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier Sachen drin sind, die bei euch nicht mehr drin sind oder dass bei euch mehr Sachen drin sind, weil wir haben jetzt 2021, also 4.8.2021, das ist noch relativ jungfräulich, das Betriebssystem. Das haben wir bei der PS4 gesehen. Da wird sich noch einiges ändern. Punkte werden kommen, Punkte werden gehen. Also da nicht verrückt machen. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt für jetzt. Ich habe mich gefreut. Wenn ihr euch gefreut habt, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.
Musik.